Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder die Auslegung der Sonntagslesungen und wir gehen auf den dritten Fastensonntag zu. Viel Freude! Vorab würde ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonnieren Sie auch gerne meinen Kanal und aktivieren Sie zusätzlich die Glocke, denn dann bekommen Sie immer eine Benachrichtigung und verpassen in Zukunft kein weiteres Video mehr. In der ersten Lesung hören wir einen sehr bekannten Text, nämlich aus dem Buch Exodus, die 10 Gebote. Dann sprach Gott alle diese Worte: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Kultbild machen und keine Gestalt von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen, denn ich bin der Herr, dein Gott, ein eifersüchtiger Gott. Ich suche die Schuld der Väter an den Kindern heim, an der dritten und vierten Generation bei denen, die mich hassen. Doch ich erweise Tausenden meine Huld bei denen, die mich lieben und meine Gebote bewahren. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbats, halte ihn heilig. 6 Tage darfst du schaffen und all deine Arbeit tun. Der 7. Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin und dein Vieh und dein Fremder in deinen Toren. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel, Erde und Meer gemacht und alles, was dazugehört. Am 7. Tag ruhte er. Darum hat der Herr den Sabbat gesegnet und ihn geheiligt. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren, nicht seinen Sklaven oder seine Sklavin, sein Rind oder seinen Esel oder irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. Es ist, wie gesagt, ein sehr bekannter Text natürlich und doch ist es wichtig, dass wir genau hinschauen, denn dann, das ist ja auch immer die Versuchung, dass wenn man etwas schon so gut kennt, gar nicht mehr genau hinschaut. Zunächst einmal hören wir diese ganze Geschichte hier in einem bestimmten Rahmen. Und diesen Rahmen müssen wir immer mitbegreifen. Nämlich, wann geschieht das? Gott hat das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt, hat es durch die verschiedenen spektakulären Ereignisse bis zum Gottesberg Horeb bzw. zum Sinai geführt und dort wird nun etwas Wunderbares stattfinden. Dort schließt Gott seinen Bund. Gott schließt seinen Bund mit seinem Volk. Es ist wie ein Ehebund, der hier eingegangen wird. Und Mose steigt auf den Berg und hat dort eben diese ganz besondere Begegnung mit Gott. Das heißt, Gott übergibt die 10 Gebote nicht ganz unpersönlich, sondern in einer persönlichen Begegnung. Deshalb heißt es dann in Deuteronomium 5,4, wo eben Mose das Ganze rückblickend betrachtet: Auge in Auge hat der Herr auf dem Berg mitten aus dem Feuer mit euch geredet. Das, was er hier gibt, gibt er aus der Begegnung mit ihm. Das heißt, die 10 Gebote haben zutiefst etwas mit Begegnung, Gottes Begegnung, mit Beziehung zu tun. Wenn Gott also die 10 Gebote gibt im Zuge eines Bundesschlusses, der ja bedeutet, ich gehöre ganz dir und du gehörst ganz mir. Der Austausch von Personen, die Entstehung von familiären Bindungen. Wenn das so ist, dann heißt es, dass die ganzen Gebote nicht einfach geschehen oder zu halten sind aus Pflicht, aus Angst vor Strafe, um der Gebote willen selbst, sondern aufgrund dessen, der die Gebote gegeben hat. Weil Gott sie gegeben hat. Mein Bündnispartner. Das wiederum bedeutet, dass
was Augustinus sagt, wenn er sagt, liebe und tue, was du willst. Wenn ich mein Gegenüber von ganzem Herzen liebe, möchte ich nichts anderes als das, was der andere möchte. Das heißt, wenn ich Gott von ganzem Herzen liebe und deshalb eben diesen Bund mit ihm eingehe, dann möchte ich gar nichts anderes, als seinen Willen zu tun. Dann wird mein Wille seinem Willen entsprechen. Ich möchte das alles dann tun, was eben in den 10 Geboten steht. Und das ist es, weshalb es natürlich auch ein bisschen irreführend ist, dass hier immer übersetzt wird aus dem Hebräischen mit du sollst. Denn die Grammatik im Hebräischen kann auch anders übersetzt werden, nämlich du wirst. Du wirst keine anderen Götter neben mir haben. Du wirst meinen Namen nicht missbrauchen. Du wirst Vater und Mutter ehren. Du wirst nicht stehlen, nicht lügen, nicht morden, weil du das tun möchtest, was ich von dir verlange. Weil du verstehst, dass ich ein Gott des Lebens bin, der nur das Beste für dich will. Und weil ich diese Beziehung nicht gefährden will. Das muss man als Vorüberlegung eigentlich und als Rahmen, als hermeneutischen Schlüssel zu den 10 Geboten voranstellen. Und weil es eben mit Liebe, mit Beziehung zu tun hat, sind die 10 Gebote zusammenzufassen mit dem Doppelgebot der Liebe. Die ersten 3 Gebote nach katholischer Zählung, die ersten 3 Gebote betreffen die Gottesliebe und die Gebote 4 bis 10 die Nächstenliebe. Dahinter steckt eigentlich das Doppelgebot der Liebe und deshalb sagt Jesus auch in Matthäus 22, 40, an diesem Gebot, liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. An diesem Doppelgebot hängt das Gesetz und die Propheten. Ich habe gerade schon gesagt, nach katholischer Zählung, Sie merken, wenn Sie jetzt die 10 Gebote einfach mal so betrachten, dass da keine Nummerierung drin ist. Die Nummerierung müssen wir also im Nachgang hinzufügen. Und deshalb gibt es auch mehrere Möglichkeiten, wie man das Ganze durchnummeriert. Nach katholischer Zählung ist es so, dass die Sache mit dem Kultbild, das Bilderverbot, dass das noch zum ersten Gebot dazu gezählt wird, dass der Missbrauch des Namens Gottes dann das 2. Gebot darstellt und der Sabbat, die Sabbatheiligung das 3. Gebot. Und so beginnt dann eben die Serie der Nächstenliebe-Gebote ab dem 4. Gebot. Vielleicht haben Sie sich schon immer gefragt, warum beginnt eigentlich dieser Dekalog mit Gottes Worten, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. Das ist nicht von ungefähr. Das ist kein Zufall. Gott hat dem Volk Israel die Befreiung gebracht. Und am Ende dieses Exodus, dieses Auszugs aus dem Sklavenhaus Ägyptens, steht der Bundesschluss mit den 10 Geboten. Gott spricht nicht nur Worte zu den Propheten beispielsweise, er spricht auch durch die Ereignisse. Und was er uns hier kommuniziert, was er in erster Linie dem Volk Israel kommuniziert, ist, Gott ist ein Gott, der in die Freiheit führt. Ein Gott, der uns ein Leben in Freiheit bescheren kann, ermöglicht. Und deshalb gibt er die 10 Gebote im Anschluss daran, dass die Israeliten begreifen können, aufgrund dessen, was an ihnen geschehen ist, dass Gott die Gebote nicht gibt, um sie einzuschränken, sondern um ihnen wirklich Freiheit zu schenken, noch viel existenzieller als im äußeren Sinne, dass man eben politisch gesehen oder ja vom Lebensraum her keine Freiheit hat, sondern eine Freiheit im noch viel existenzielleren Sinne. Denn die ganze Menschheit ist versklavt. Ist versklavt unter diesem Fluch der Sünde. Durch das erste Menschenpaar, ist die Sünde in die Welt gekommen. Und das ist die eigentliche Sklaverei, aus der Gott befreien will. Und dafür brauchen wir die Gebote Gottes. Damals die Israeliten und genauso wir. Für uns gilt das bis heute. Denn der Mensch neigt weiterhin zur Sünde, auch wenn die Menschheit erlöst ist durch die Taufe, eben diese Erlösung Jesu Christi angenommen wird. Wir sündigen auch weiterhin. Und deshalb brauchen wir auch jetzt noch die Gebote, dass die Freiheit, zu der wir befreit sind, Galaterbrief, die Freiheit, zu der wir befreit sind, dass diese auch aufrecht erhalten bleibt und wir uns nicht von neuem das Joch auferlegen, das Joch der Sünde. Also, das ist es, was Gott damit ausdrücken will. Und das steht am Anfang der 10 Gebote. Gott schenkt Freiheit. Und weil er die Freiheit geschenkt hat, sollen wir keinen anderen Göttern schöne Augen machen. Das sagt das erste Gebot aus. Gott ist ein eifersüchtiger Gott.
Eifersüchtig kann nur der sein, der liebt. Und das ist natürlich keine Eifersucht im pathologischen Sinne, sondern im Sinne von, Gott will unsere ganze ungeteilte Liebe. Er möchte, dass wenn wir mit ihm einen Bund eingehen, wir wirklich dazu stehen und nicht im Nachhinein ihm untreu werden. Er nimmt uns beim Wort. Also, was ist denn überhaupt damit gemeint, keine anderen Götter? Zunächst einmal natürlich, dass man nicht an einen anderen Glauben annimmt, nachdem man den Bund mit ihm eingegangen ist, also andere Götter, wirklich andere Götter aus anderen Religionen verehrt. Das kann aber auch heißen, den Widersacher zu vergötzen, also Satanismus, alle möglichen okkulten Formen, auch esoterische Angebote. Aber damit können auch ganz heimtückische Sachen gemeint sein. Selbst unsere Familie kann unser Götze sein. Alles, was wir über Gott stellen. Gott soll die erste Stelle in unserem Leben einnehmen, den ersten, den höchsten Stellenwert. Und alles, was wir darüber hinaus, also lieber haben als Gott, kann und wird dann zum Götzen. Das ist eine Form von Götzendienst. Das kann sogar ganz heimtückisch sein, dass wir zum Beispiel an irgendwelchen Devotionalien hängen, an unserer Bibel hängen, an dem Gegenstand. Das kann uns sogar auch zum Götzen werden. Also, man muss immer genau hinschauen und immer sich selbst fragen, wer sitzt hier im Herzen? Wer hat den höchsten Stellenwert? Oder was? Wenn es ein Was ist, dann wird es schon schwierig. Dann rutschen wir ab in den Götzendienst. Und dann kommt natürlich diese zweite Sache, nämlich das Bilderverbot. Was ist damit gemeint? Das hebräische Wort ist Pesel. Ich habe schon sehr oft darüber gesprochen, einfach deshalb, weil auch viele von Ihnen nicht katholisch sind und immer wieder diesen Einwand mir bringen. Also wir verstehen unter diesem Begriff, hier in der Einheitsübersetzung heißt es deshalb auch Kultbild, nicht einfach nur Bild, sondern Kultbild, Pesel. Das sind Figuren, Pfähle, Kultpfähle, Figuren, Bilder und so weiter, die die Völker um Israel herum als Gottheit selbst verehrt haben und deshalb denen zum Beispiel Essen und Trinken hingestellt haben, diesen Figuren selbst geopfert haben. Und dabei kann nicht totes Material eine Gottheit selbst sein. Zugleich gebietet Gott Mose ja sehr detailliert, dass er in Tempel, im Offenbarungszelt auch Figuren, Darstellungen, darum geht es, Darstellungen anfertigen lassen soll. Zum Beispiel die Cherubim auf der Platte der Bundeslade. Das ist etwas Himmlisches. Und dieses Himmlische soll dargestellt werden. Was Gott also verbietet, ist nicht die Darstellung von etwas, das irgendwie übernatürlich ist, sondern Kultbilder, Päsel. Damit die Israeliten nicht genauso wie die anderen Völker um sie herum das tun. Dass sie nicht vergessen, dass Gott der ganz andere ist. Dass Gott Geist ist und dass wir eben keine Figuren oder so zu einem Gott machen. So wie es dann mit dem goldenen Kalb geschehen ist. Und Mose wird dann nachher ja zum Beispiel auch die eherne Schlange aufstellen. Also auch ein Bild, das sogar rettet, das vor dem Tod rettet. Also wir müssen das also differenziert sehen. Und deshalb hat natürlich die Kirche auch im zweiten Konzil von Nicäa ganz klar das Bilderverbot differenziert und Ikonen von Gott, von der Jungfrau Maria, von den Heiligen und so weiter gegen die Ikonoklasten verteidigt im 8. Jahrhundert. Mit Jesus Christus hat Gott selbst ein Bild bekommen, ein Gesicht. Mit Jesus Christus ist das Ganze sowieso nochmal anders geworden. Denn wenn er schon als wandelnde Ikone Gottes umhergeht, dann sind Darstellungen, die nicht Jesus selbst sind, sondern ihn darstellen, ne? Also die Verehrung also über das Bild hinaus auf das Urbild bezogen wird, dann ist das kein Götzendienst, meine Lieben. Also ist das natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Deshalb, ich möchte auch hier bei den 10 Geboten jetzt nicht zu viel sagen, einfach deshalb, weil ich das nicht im Rahmen einer Auslegung der Sonntagslesungen machen sollte. Bitte haben Sie Verständnis dafür, deshalb gehe ich bei manchen Sachen ein bisschen mehr drauf ein, bei manchen springe ich ein bisschen schneller voran, dass Sie eben Bescheid wissen. Also drittes Gebot, das Sabbatgebot, und das hat damit zu tun,
dass Gott selbst am siebten Tag geruht hat. Also mit dem Schöpfungswirken Gottes wird hier begründet, warum deshalb auch die Menschen am siebten Tag die Arbeit ruhen lassen sollen. Das ist der Tag, an dem die Menschen des Bundes gedenken sollen, den sie mit Gott eingegangen sind. Beim Schöpfungsakt war es so, dass Gott mit dem ersten Menschenpaar einen Bund eingegangen ist. Und später kommt dann noch eine zweite Komponente hinzu, weil Gott das Volk aus Ägypten herausgeführt hat. Auch deshalb soll man am siebten Tag ruhen und dessen gedenken und ihm dankbar sein, ihm dafür danken. Darum geht es und darum geht es auch bei uns. Wir gedenken des Bundes, den wir mit Gott eingegangen sind, aber die Heilstat, die hier eben dann Inhalt ist, ist nicht mehr der Exodus, ist nicht mehr der Schöpfungsakt, nicht mehr die Rückkehr aus dem babylonischen Exil oder so etwas, sondern die Auferstehung Jesu Christi. Das ist ja der Inhalt unseres neuen Bundes, den wir mit Gott eingehen durch die Taufe. Genau aus diesem Grund sollen wir Gott an diesem Tag Gott die Ehre geben und ruhen, dass wir eben Kapazitäten haben, um ihm zu danken. Und wie danken wir als Kirche? Durch die Eucharistie. Weil wir erlöst sind. Und dann beginnt die Serie der Gebote, die die Nächstenliebe betreffen. Und das beginnt nicht umsonst mit dem Ehren des Vaters und der Mutter. Das ist das Höchste, was wir tun können an Nächstenliebe. Unseren Eltern die Ehre erweisen. Natürlich hat es unterschiedliche Ausfaltungen, je nachdem, ob wir noch klein sind oder ob wir dann schon Erwachsene sind. Aber auch dann gilt noch das vierte Gebot, nur dann eben auf andere Art und Weise. Das ist ein ganz wichtiger Grund und uns geht es gut in unserem Leben, wenn wir unseren Eltern die Ehre erweisen. Und ganz unabhängig davon, ob sie uns gut behandeln oder nicht, ob sie ihrer Rolle als Eltern gerecht werden oder nicht. Sie haben uns in diese Welt gebracht. Schon allein deshalb gebührt ihnen der Respekt als Vater und Mutter. Und das betrifft auch die Art und Weise, wie wir mit unseren Geschwistern umgehen. Aus Respekt vor unseren Eltern sollen wir uns darum bemühen, ein gutes Verhältnis zu unseren Geschwistern zu haben. Dazu gehört auch im weiteren Sinne, dass wir allen möglichen Autoritäten Respekt erweisen, auch anderen Verwandten, auch unseren Großeltern, auch unseren Lehrern, Erziehungsberechtigten, welcher Art auch immer, Lehrer, Professoren an der Uni, Kindergärtnerinnen im Kindergarten, selbst den Politikern. All das ist zusammengefasst in dem vierten Gebot. Und dann werden die anderen Gebote ziemlich kurz aufgezählt. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben gegen deine Nächsten, also nicht lügen und so weiter und so fort. Da wird es ein bisschen mehr zusammengefasst. Und dann kommt eben die Begierde. Wir sollen nicht begehren, nicht gegen die Frau des Nächsten, aber auch nicht gegen andere Personen, Sklaven, Sklavin oder eben Gegenstände. Also der Neid, die Eifersucht und vor allem die Begierde in dem Sinne, dass ich andere Frauen lüstern anschaue. Und das gilt natürlich gleichermaßen auch für die Männer. Also dass man als Frau nicht anderen Männern andere Männer begehrt. Also Sie merken, viele Gebote kann man so ein bisschen zusammenfassen. Die gehören zusammen, zum Beispiel das sechste und das neunte Gebot. Also wenn wir eben nach katholischer Zählung das neunte Gebot begehre nicht die deines nächsten Frau, hier eben darunter verstehen. Und man kann eben natürlich auch ganz oft gar nicht so richtig diese Gebote voneinander trennen, weil sie zusammengehören, weil die Übergänge fließend sind. Und ganz wichtig, eine Sünde zieht andere Sünden nach sich. Meistens ist es so, dass es nicht bei einer Sünde bleibt. Wenn ich Ehebruch begehe, dann lüge ich auch zugleich meinen Ehepartner an, dass es eben nicht rauskommt. Und das ist auch noch ein wichtiger Punkt, denn wir müssen die Gebote als Ganze halten. Wir können nicht alle Gebote halten und eines nicht halten. Das hat nichts damit zu tun, dass es irgendwie mit Buchstabentreue und Werksgerechtigkeit oder sowas zu tun hat, sondern wir halten die Gebote aufgrund der Person, die sie uns gibt. Und diese Person ist Gott, unser Gegenüber, unser Bündnispartner. Wir tun es ihm zuliebe und wir nehmen Gott damit ganz an. Seine Gebote, indem wir seine Gebote als Ganzes annehmen, nehmen wir ihn an. Wir können ja auch, wenn wir einen Menschen
mit einem Menschen zusammenkommen und dann mit ihm die Ehe schließen. Nicht sagen, ich nehme dich an als meinen Mann, als meine Frau, außer deine Angewohnheit, dass du immer zu spät kommst. Oder ich nehme dich an als meine Frau, außer die Sache, dass du immer schnarchst. Das geht nicht. Wir nehmen den Menschen als Ganzen an, wenn wir ihn heiraten. Bei Gott ist es gar nicht anders. Bei Gott ist es gerade so. Das ist ja, was zwischenmenschlich geschieht, ist ja abbildhaft das, was mit Gott geschieht. Und deshalb, wir können nicht uns bestimmte Dinge herauspicken, die uns angenehm sind und den Rest eben nicht halten. Liebe geht aufs Ganze. Und wir sollen die Gebote halten aus Liebe. Gott ist ein Gott des Lebens und er möchte, dass wir wirklich die Fülle des Lebens haben, dass wir ein gutes Leben haben. Und das haben wir nur, wenn wir seine Gebote halten. Und es sind nicht viele Gebote. Wir können sie abzählen an zwei Händen. Es sind 10 Gebote. Eine überschaubare Menge. Kommen wir nun zum Psalm. Die Weisung des Herrn ist vollkommen. Sie erquickt den Menschen. Das Zeugnis des Herrn ist verlässlich. Den Unwissenden macht es weise. Die Befehle des Herrn sind gerade, sie erfüllen das Herz mit Freude. Das Gebot des Herrn ist rein, es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist lauter, sie besteht für immer. Die Urteile des Herrn sind wahrhaftig, gerecht sind sie alle. Sie sind kostbarer als Gold, als Feingold in Menge. Sie sind süßer als Honig aus Waben. Auch dein Knecht lässt sich von ihnen warnen. Reichen Lohn hat, wer sie beachtet. Als Antwort auf so eine wunderbare Lesung, erste Lesung, beten wir einen Lobpreispsalm. Und es geht hier um die Preisung der Schöpfung Gottes und seine Weisung. Das ist sehr wichtig, denn die Weisung, darunter verstehen wir natürlich die Tora. Denn was der Psalm hier macht, ist, die Gabe der 10 Gebote zu reflektieren. Deshalb ist es wunderbar und passt natürlich als Antwort wie die Faust aufs Auge. In Vers 8 wird die Vollkommenheit der Weisung gepriesen, weil sie eben von Gott kommt. Die Gebote, die Gott gibt, die sind immer perfekt, die sind vollkommen, die kann man gar nicht mehr verbessern. Er weiß genau, was er verlangt und was er gibt. Und diese Gebote sind so vollkommen, weil sie den Menschen erquicken. Oder sie erquicken den Menschen, weil sie so vollkommen sind. Gott gibt keine Gebote auf, die den Menschen einschränken, die den Menschen irgendwie belasten, die ihn einengen und unglücklich machen, sondern es sind Gebote, die den Menschen glücklich machen, in die Freiheit führen, ihm eine innere Weite ermöglichen. Gott hat immer nur das Beste für den Menschen bereit. Und der ist, wie ich vorhin schon sagte, ein Gott des Lebens und deshalb möchte er Fülle des Lebens schenken. Er weiß genau, was der Mensch braucht, weil er den Menschen besser kennt, als der Mensch sich selbst kennt. Die Tora macht frei und sie bringt dem Menschen Heil, das ewige Heil. Und deshalb ist es auch Gottes Timing, die Gebote ausgerechnet im Anschluss an den Auszug aus Ägypten zu übergeben. Das habe ich vorhin ja schon ausgeführt. Das Zeugnis des Herrn ist verlässlich. Das bezieht sich natürlich auf die Tora, auch wenn hier jetzt Zeugnis steht. Das Wort an der Stelle ist Edut. Das kann man übersetzen mit Zeugnis, aber auch mit Gebot. Also in diesem Kontext müsste man eigentlich sagen, das Gebot des Herrn ist verlässlich. Es macht den Unwissenden weise, denn es ist die Schule Gottes. Gott erzieht uns. Er erzieht uns. Gottes Befehle sind gerade und erfüllen das Herz mit Freude, weil Gott nichts Unmögliches verlangt. Er überfordert uns nicht. Es ist ein Joch, das nicht drückt, das er uns auferlegt. Und die Geradlinigkeit ist ganz klar ein Bild für die Nachvollziehbarkeit seiner Gebote. Es ist eine überschaubare Menge und das, was er von uns verlangt, ist auch vernünftig. Also wir können es mit der menschlichen Vernunft auch nachvollziehen. Es ist nicht irgendwie etwas, wo man denkt, wieso sollte Gott so etwas von uns verlangen? Sondern fragen Sie einen Menschen, der noch nie etwas von Gott gehört hat. Er wird Ihnen ganz klar bestätigen, dass einen Menschen umzubringen nicht gut ist. Das kann nicht gut sein, einen Menschen umzubringen. Es ist etwas, das wir mit unserer Vernunftbegabung sogar verstehen können. Es ist nachvollziehbar. Gottes Weisung ist rein und erleuchtet die Augen.
Sie ist ganz frei von bösen Absichten und von Hinterhältigkeit. Wie gesagt, Gott will uns nicht eins auswischen. Er hat nichts Böses im Hinterhalt irgendwie oder ne, es geht ihm nicht darum, uns irgendwas Böses zu wollen, sondern er möchte für uns nur das Beste. Auch in Vers 10 wird dann mit ähnlichen Ausdrücken wiederholt, dass Gottes Weisung wahr und gerecht ist. Dort ist aber auch die Rede von der Gottesfurcht. Denn es heißt hier ja, die Furcht des Herrn ist lauter. Lauter gemeint ist rein. Was hat es mit dieser Gottesfurcht auf sich? Gottesfurcht bedeutet, dass wir die Gebote Gottes halten, weil wir ihm nicht verletzen wollen. Gott nicht verletzen zu wollen, die Angst, die Beziehung zu ihm zu beeinträchtigen. Es ist also nichts Pathologisches, dass wir irgendwie Angst vor Gott haben oder so. Wir haben Angst, die Beziehung zu ihm zu verspielen. Darum geht es. Und dass wir natürlich Respekt haben vor diesem allmächtigen Gott, das gehört natürlich auch dazu. Dass wir überwältigt sind von dem, was er macht. Und dass er, so ein allmächtiger Gott, der uns nicht bräuchte, uns geschaffen hat und mit uns in Beziehung treten will, das gehört alles dazu. Gottes Tora ist wertvoller als Gold, weil sie uns zum ewigen Leben führt. Es ist das Kostbarste, was wir haben. Es ist der Weg, auf dem wir das ins ewige Heil können und in die ewige Gemeinschaft mit ihm. Und die Tora ist natürlich köstlicher als Honig. Honig ist der Süßstoff dieser Zeit damals. Und deshalb ist es etwas Angenehmes, etwas, das uns auch erquickt, etwas, das uns schmeckt. Auch David bemüht sich darum, die Gebote zu halten. Wenn es heißt, dein Knecht, kann man natürlich das erstmal auf ihn beziehen, aber natürlich auch auf alle, die versuchen, den Weg Gottes zu gehen, die mit ihm in einer Bundesbeziehung stehen. Wir alle sind Knechte und Mägde des Herrn. Auf David bezogen, ja, er hat auch die Gebote nicht immer gehalten. Wir wissen davon, dass er gerade gegen das 6. und gegen das 5. Gebot verstößt und gegen das 9. Also er begehrt die Frau eines anderen, nämlich Batscheba, und er führt den Ehebruch aus. Er begeht mit ihr Ehebruch und damit er sie auf ewig haben kann, ist dann sogar noch so und stellt ihren eigentlichen Mann ganz an die vorderste Front im Krieg, dass er fällt. Also indirekt auch Mord. Sie sehen also an seinem Beispiel, dass wirklich eine Sünde mehrere Sünden nach sich zieht. Und doch ist es nicht zu spät. Er bereut von ganzem Herzen, was er getan hat. Und er bekommt auch die Folgen seiner Sünde an seinem eigenen Leib zu spüren, ganz klar. Gott möchte uns wirklich die Schuld vergeben, wenn wir von ganzem Herzen bereuen. Er schenkt uns sogar das Sakrament der Versöhnung, die Beichte, damit wir wieder ganz gerecht vor ihm stehen können. Was ist das für eine große Gnade? Kommen wir nun zur zweiten Lesung aus dem 1. Korintherbrief. Die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit. Wir dagegen verkünden Christus als den Gekreuzigten. Für Juden ein Ärgernis, für Heiden eine Torheit. Für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte an Gott ist weiser als die Menschen und das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen. In der Lesung aus dem 1. Korintherbrief hören wir ganz wichtige Aussagen, Ausführungen zum Thema Kreuz. Das Kreuz Jesu Christi als das Zeichen des neuen Bundes. Sie merken also, es geht immer um Bund, um Zeichen, Zeichenhaftigkeit, um Gebote, wie wir leben sollen. Das ist alles um das Thema des kommenden Fastensonntags. Und vielleicht sollten wir ein bisschen das Ganze wieder in den weiteren Kontext einordnen, denn wir haben hier wieder nur so ganz kurze und knappe Verse. Es geht hier darum, dass die Welt, und mit Welt meint Paulus immer die gefallene Schöpfung, die gefallene Welt, dass Gott und die Welt sich diametral gegenüberstehen. Es liegt nicht daran, dass die Schöpfung an sich schlecht ist, sondern dass sie gefallen ist und deshalb nicht mehr das anstrebt und die Denkweise der Welt nicht mehr dieselbe ist wie Gottes Denkweise. Gottes Denkweise ist die ewige Weisheit. Und die Denkweise der Welt ist die menschliche Weisheit, die vergängliche Weisheit, die im Grunde aber gar keine Weisheit ist. Das steckt dahinter und das, was wir also heute von Paulus lernen, ist, dass ein Konflikt mit der Welt vorprogrammiert ist, wenn wir in einem Bund mit Gott stehen.
wenn wir den Bund mit Gott eingehen und dementsprechend leben, seine Gebote halten. Weil wir uns dann nämlich um die göttliche Weisheit bemühen. Alles so zu tun und zu schauen und zu bewerten, wie Gott es schaut, wie Gott es bewertet. Und dementsprechend gibt es natürlich auf jeden Fall dann Auseinandersetzungen mit jenen, die aber nicht so denken, die die Welt mit anderen Augen sehen. Das Wort vom Kreuz ist den weltlich Denkenden eine Torheit, obwohl das Kreuz Inbegriff der Weisheit Gottes ist. Die Menschen, die weltlich denken, sehen keinen Sinn in den Worten, sie sehen nur die Schande, die hinter dieser Hinrichtungsart steckt, vor allem natürlich jene Menschen, die damals leben. Für uns ist das Ganze in die Vergangenheit gerückt und deshalb auch vielleicht nicht mehr ganz so begreiflich. Für jene, die die heilbringende Kraft des Kreuzes erkannt und gläubig angenommen haben, ist es die Kraftquelle schlechthin für uns, die wir getauft sind. Wir halten die Leiden ja dadurch aus, dass Christus zuerst gelitten hat. Wir begreifen unser Leiden als ein Mitleiden an dem eigentlichen Leiden. Und schon die Schrift kündigt an, dass Gott die Weisheit und Klugheit der Welt vernichten wird und dass diese Weisheit nur Schall und Rauch ist in den Augen Gottes. Und dann sagt Paulus etwas Wichtiges, nämlich es gibt bei Juden und bei Griechen unterschiedliche Sichtweisen auf das Kreuz Jesu Christi. Die Juden, die fordern immer Zeichen, das ist immer bei denen ganz wichtig. Wir lesen das ständig in den Evangelien, zur Zeit Jesu wird das immer und immer wieder Thema. Und die Griechen, die streben ja Weisheit an. Das Weisheitsstreben ist vor allem der rote Faden der Philosophie. Dementsprechend ist das Kreuz Jesu Christi für die Juden ein Zeichen des Anstoßes, weil sie natürlich ganz von Deuteronomium her, von Deuteronomium 21, 23 davon ausgehen, dass ein Gehängter, ein von Gott Verfluchter ist. Also kann Jesus nicht der Messias sein. Er ist nämlich hingerichtet worden am Kreuz. Also ist er eigentlich ein Gottverfluchter. Er kann also nicht selbst Gott sein. Er kann nicht Gottes Sohn sein. Er kann nicht der Messias sein, der Erlöser. Und für die Griechen ist das Ganze eine einzige Torheit, weil wieso sollte man Leiden auf sich nehmen und das Ganze auch noch für andere, stellvertretend für die anderen? Und das ist auch einfach zu einfach, zu einfältig. Immer wieder höre ich heutzutage, dass die gängigen Argumentationen, die wir so haben, zum Beispiel bei so Sachen, die jetzt angegriffen werden, wie Frauenweihe, dass das eben durchgesetzt werden soll, dass der Zölibat abgeschafft werden soll. Wenn man da mit der gängigen Argumentation argumentiert, wird dann immer wieder gesagt, das ist zu einfältig, das sind zu einfältige Argumente, das ist zu einfach gedacht. In diese Richtung, finde ich, kann man das so ein bisschen einordnen, dass eben das Weisheitsstreben der Griechen ein anderes Niveau vorsieht. Auch weshalb zum Beispiel Augustinus vor seiner endgültigen Bekehrung die Bibel gelesen hat und sie einfach zu einfältig fand. Auch vom Niveau der Sprache her einfach zu einfältig. Aber für jene, die berufen sind, egal ob sie Heiden oder Judenchristen sind, die in der Nachfolge Jesu Christi stehen, ist das Kreuz Zeichen des Heils, durch das sie erlöst worden sind. Und da spielt es wirklich keine Rolle, welche religiöse Vergangenheit sie haben. Gott ist weiser und klüger, als die Menschen es jemals sein werden. Und wenn die Menschen sich auch für so weise halten, sie sind es nicht, wenn sie der weltlichen Weisheit anhaften. Wir müssen das natürlich auch übrigens rhetorisch verstehen, wenn es heißt, dass das Törichte und Schwache Gottes stärker ist als die Menschen. Bei Gott gibt es nichts Törichtes und nichts Schwaches. Gemeint ist aber, dass es so unendlich klüger und weiser und vollkommener ist, was mit Gott zu tun hat, dass die Menschen nie daran heranreichen können. Paulus erklärt uns etwas Entscheidendes, das brandaktuell ist. Der gekreuzigte Christus ist unattraktiv. Bis heute. Wenn wir leiden, wenn wir sterben, wenn wir Hingabe, wenn wir Opferbereitschaft, wenn wir Umkehr predigen, dann ist das absolut unattraktiv bis heute. Aber das ist es, was uns das ewige Heil schenkt. Der Weg der Selbstentsagung, der Hingabe, nicht der Selbstverwirklichung. Es ist das Zeichen, das uns rettet und auch moralische Tragweite hat. Wenn wir die 10 Gebote halten
und auch kurzfristig dann auch mal ein Leiden auf uns nehmen. Also, ne, wenn es uns schwerfällt, die Gebote zu halten, wir sie aber doch halten, wird es uns auf lange Sicht das ewige Heil bringen. Wenn wir also unser Kreuz auf kurzer Sicht, unser Kreuz auf uns nehmen, dann wird es uns auf lange Sicht direkt in die Arme des Vaters bringen. Kommen wir nun zum Evangelium. Das Passiafest der Juden war nahe und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen. Er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern. Das Geld der Wechsler schüttete er aus, ihre Tische stieß er um und zu den Taubenhändlern sagte er: Schafft das hier weg, macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Seine Jünger erinnerten sich, dass geschrieben steht: Der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Da ergriffen die Juden das Wort und sagten zu ihm: Welches Zeichen lässt du uns sehen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete ihnen: Reißt diesen Tempel nieder, und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da sagten die Juden: 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut, und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufrichten? Er aber meinte den Tempel seines Leibes. Als er von den Toten auferweckt war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Während er zum Passiafest in Jerusalem war, kamen viele zum Glauben an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle. Und er brauchte von keinem ein Zeugnis über den Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Im Evangelium haben wir von der Tempelreinigung gehört. Eine sehr interessante Episode, und auch das ist wieder etwas, das mit Zeichen zu tun hat. So wie schon im Exodus mit dem Bundesschluss, schon das mit dem Zeichen des Kreuzes und dass David natürlich diesen Bundesschluss auch als Zeichen, die 10 Gebote als Zeichen, Handlungen Gottes reflektiert. Was passiert hier aber? Denn oft wird diese Episode falsch verstanden und es wird gesagt, Jesus hat auch eine Art Zorn gehabt, das wäre irgendwie eine Art Jähzorn vielleicht sogar. Und Jesus war ja auch nur Mensch und hatte auch irgendwie Ausbrüche gehabt. Und dabei müssen wir das Ganze richtig verstehen. Jesus war ohne Sünde. Und dass wir Gefühlsausbrüche haben, das ist Folge der Erbsünde. Wenn er davon frei war, hatte er keine Wutausbrüche. Was ist also wirklich hier geschehen? Jesus hat hier ganz bewusst und kontrolliert gehandelt. Es ist eine prophetische Zeichenhandlung, die er vorgenommen hat, und kein Wutausbruch. Er hat sich ganz bewusst so benommen, um den frommen Juden etwas beizubringen oder an etwas zu erinnern. Denn hier wird Psalm 69, Vers 10 sogar zitiert: Denn der Eifer für dein Haus hat mich verzehrt. Die Verhöhnungen derer, die dich verhöhnen, sind auf mich gefallen. Die Jünger Jesu verstehen es also. Sie verstehen diese Anspielung. Jesus möchte auch noch ein weiteres Signal geben, das mit dem Tag des Herrn zu tun hat. Und zwar der Tag des Herrn, der erwartet wird. Das ist nämlich etwas, was mit der messianischen Erwartung der Juden zu tun hat, jener Zeit. Der Messias kommt am Ende der Zeiten. Das ist eine ganz wichtige Tradition der Juden. Und wir lesen am Ende des Buches Sacharja, dass wenn der Tag kommt, der Tag des Herrn, keine Händler mehr im Tempel zu sehen sein werden. Keine Händler werden mehr im Tempel sein. Wenn Jesus also die Händler aus dem Tempel jagt, das Haus seines Vaters somit reinigt, dann gibt er das Signal: Ich bin der Messias. Mit mir beginnt die messianische Endzeit. Und deshalb verjage ich die Händler aus dem Tempel. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Signal. Über diesen Wortsinn hinaus gibt Jesus noch zu verstehen: Der Herr reinigt den Tempel seines Leibes. Es heißt hier ja, dass auch im Johannesevangelium, dass Jesus den Tempel seines Leibes meinte, als er sagte: Reiß diesen Tempel nieder, ich baue ihn in 3 Tagen wieder auf. Wenn er nämlich am 3. Tage aufersteht, er spielt hier auf seine Auferstehung hin. Und das Ganze ist natürlich auch weiterzudenken, mystisch zu verstehen, als
der Tempel seines Leibes, der eben mystisch die Kirche ist. Die Kirche als der Leib Christi. Schon bevor die Kirche also geboren wird, am Pfingsttag, nicht umsonst der Geburtstag der Kirche, reinigt Christus seine zukünftigen Glieder. Er reinigt seinen Leib. Er prüft seinesgleichen, seine Glieder im Feuer. Wie im Feuer, vor allem natürlich Petrus und auch alle anderen Apostel, dass sie wirklich rein sind. Und das tut er immer wieder. Er reinigt seinen Leib. Durch die Propheten unserer heutigen Zeit, durch die ganze Kirchengeschichte hindurch haben wir immer wieder Heilige, die den Päpsten die Leviten lesen. Katharina von Siena, was sie sich herausnehmen durfte. Franziskus, der seine Kirche wieder aufbauen soll, der diese wunderbare Vision hat. Und auch in heutiger Zeit haben wir immer wieder Stimmen, die immer wieder sagen, kehrt um und schafft die Händler aus der Kirche hinaus. Und gleichzeitig haben wir solche, die immer mehr Händler in die Kirche hineinholen wollen, die Kirche immer politischer und weltlicher machen wollen. Und dann denken wir natürlich an Benedikts wunderbare Rede, Freiburger Rede 2011, wo er von der Entweltlichung spricht. Das ist ja im Grunde ein, schafft die Händler und die Geldwechsler aus dem Haus des Vaters. Und Christus muss auch manchmal moralisch gesehen einen Geiselstrick nehmen und die Händler aus unserem Herzen, aus dem Tempel unseres Herzens herausjagen. Und das tut manchmal weh, wenn Gott uns erzieht. Aber das muss sein, damit wir wieder einen reinen Tempel haben, in dem alleine Gott wohnt. Der schnöde Mammon wird auch ganz schnell zum Götzen. Das gehört ja auch zum ersten Gebot. Wir sollen keine anderen Götter neben ihm haben, auch nicht das Geld anstelle Gottes setzen. Gehört alles zusammen. Also auch im moralischen Sinne muss manchmal das Gerümpel in unserer Seele ausgeräumt werden, damit wir wieder Gott mit ungeteiltem Herzen dienen und ihn lieben. Gott ist schließlich ein Gott, der unsere ganze Liebe will, ein eifersüchtiger Gott. Und wir dürfen das Ganze auch anagogisch verstehen, am Ende der Zeiten. Dann wird der Menschensohn mit seinem ganzen himmlischen Heer kommen und dann wird er aus dem Bösen ausräumen, mit seinem dämonischen Heer ihn raustreiben, ein für alle Mal. Da wird kein Platz mehr für ihn sein und er wird für immer, auf ewig wird er zerstört werden. Selbst der Tod wird dann nicht mehr sein. Die Jünger Jesu werden nach seiner Auferstehung sich an diese ganzen Worte Jesu wieder erinnern und natürlich spätestens mit der Geistgabe wird es ihnen wie Schuppen von den Augen fallen. Sie werden viele Zusammenhänge herstellen, die sie damals nicht gesehen haben. Und alles, was Christus sagt und tut, ist eine einzige Lektion, eine pädagogische Meisterleistung. Verfolgt man alles aufmerksam, was er sagt und was er tut, wird man nach und nach in die Wahrheit geführt. Jesus hat seinen Tod und seine Auferstehung also schon immer wieder angekündigt und er hat es von Anfang an mit dem Ende der Zeiten in Verbindung gebracht, wie das Buch Sacharja ja auch schon sagt. Der Tempel und die Kirche, sie werden immer mehr zu einer typologischen Verbindung. Der Tempel als Leib Christi, der Leib Christi, die Kirche und dann der Leib Christi, der ich selber werde. Dadurch, dass ich den Leib Christi immer wieder empfange, dass ich werde und bin, was ich empfange. Es ist ein Leib, der immer wieder aufgebaut wird, an dem immer wieder gebaut wird und der immer wieder renoviert werden muss. Nicht durch eine Reformation 2.0, wie ich auch schon vor kurzem gesagt habe zu dem neuen Thesenanschlag, sondern durch eine echte Erneuerung, durch eine wahre Reform, eine Reform der Herzen, dass Jesus mit dem Geißelstrick auch unsere Herzen reinigt. Das ist die Reinigung und die Erneuerung, die wir brauchen und die immer wieder vonnöten ist. Auch wenn Jesus die Begegnung mit so verstockten Juden macht, hat es immer wieder auch, trägt es schon, bevor er eben stirbt und aufersteht, seine Früchte. Menschen kommen zum Glauben an ihn, weil sie diese Zeichenhaftigkeit erkennen. Es geht hier auch immer wieder um Zeichen. Sein ganzes Verhalten, seine ganze Person ist ein einziges Zeichen, das Ich bin der Messias hinausschreit. Und die, die Ohren haben zum Hören, die Augen haben zum Sehen, die sehen das auch. Die nehmen das auch gläubig an. Und so bleibt uns am Ende eigentlich nur noch zu fragen, wie ist es mit uns? Erkennen wir die Zeichenhaftigkeit? Lassen wir uns reinigen, auch unseren inneren Tempel? Lassen wir uns etwas sagen?
Wie ist es mit unserer Selbstübereignung gegenüber Gott? Also leben wir bewusst diesen Bund, den wir mit Gott eingegangen sind? Erneuern wir immer wieder unser Taufgelübde? Und entscheiden wir uns Tag für Tag neu dafür, Gott ganz zu lieben von ganzem Herzen und unsere Nächsten zu lieben von ganzem Herzen? Und das eben zu tun, auf welche Art und Weise? Indem wir die 10 Gebote halten. Nutzen wir die Zeit der Fastenzeit, um auch wieder neu uns erneuern zu lassen, auch mal an die schmerzhaften Stellen unseres Herzens Jesus ranzulassen, dass er die Händler und die Geldwechsler und alles, was da nicht reingehört, austreibt. Dass wir von Herzen wirklich uns bemühen, neu anzufangen, das Sakrament der Versöhnung in Anspruch zu nehmen und neue Menschen zu werden und wirklich bewusst auf das Osterereignis zugehen können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, Gottes reichen Segen, seien Sie behütet und beschützt. Machen Sie es gut.